Guillotine rein der Unterhaltung und es ist nur aus Spaß gemacht und auch gemeint. Leute, putzt eure Sturmgewehre, Eilmeldung, die hässlichen Horrorclowns wollen wiederkommen. Krass. Also, das hat mich das letzte Jahr schon nicht beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Oh, da habe ich eine tolle Geschichte. Da bin ich mit meiner Ex-Freundin mal zum Kauftank gegangen. Die hat übel Schiss, ne? Und dann sind wir da durch so eine dunkle Gasse gegangen. Und dann habe ich übelst laut losgebrüllt. Wenn ich ein Horrorclown wäre, dann würde ich mich jetzt hinter der Ecke verstecken. Die hat sich übelst eingekackt und ach, nichts passiert, Alter. Das ist so blöd. Wer hat wirklich so viel heftige Langeweile und verkleidet sich als ein beschissener Clown? Ich meine, warum auch überhaupt immer nur dann, wenn irgend so ein neuer Film in die Kinos kommt? Ich meine, das kann man doch das ganze restliche Jahr auch machen, oder nicht? Und warum eigentlich auch immer als Clown? Es gibt doch viel, viel coolere Horrorfiguren oder so. Clown ist doch schon völlig ausgelutscht. Und was haben außerdem in Deutschland die Leute mit diesen Stephen King und diesen S-Filmen zu tun? Warum versuchen die da irgendwie so ein... auf so einen Hype zu springen? Ich meine, wenn ihr das in Amerika so, das war ja ursprünglich mal so ein Promo-Scheiß, wie ich glaube ich weiß, einfach nur für den Film und so ein Kram. Ich meine, das hat doch hier in Deutschland, das juckt doch keinen. Oder werden die dafür bezahlt? Ich meine, wenn ich ein Horrorclown wäre, ja, und würde jetzt auf die Straße gehen und irgendwelche Leute erschrecken, ne, dann würde ich mir aber auch echt eine Frage stellen, wie dumm ich eigentlich sein kann und dafür kein Geld einfordern kann. Das ist doch eigentlich im Prinzip nur Promo für den Film. Ist euch dumm Horrorclowns eigentlich bewusst, dass ihr das total umsonst macht? Also, ich glaube nicht, dass euch das bewusst ist. Sollte euch aber mal bewusst werden. Auf jeden Fall, ach, das schockt mich überhaupt nicht, Alter. Putzt eure Sturmgewehre, falls ihr welche besitzt. Pistolen, stumpfes Messer geht auch. Oder mal rennen die Clowns. Richtig behinderte Scheiße auf jeden Fall. Und jetzt machen sich wieder so viele Leute wuschig, ey. Ich kann mich auch richtig gut erinnern. Grüße gehen raus an meine süße kleine Schwester. Na, große Schwester, aber sie ist kleiner von der Körpergröße, also kleine Schwester. Die hat sich auch so eingekackt, ne? Und immer Schiss gehabt. Und auch von innen abgeschlossen. Sie ist ja echt süß, ne? Aber, oh, ich finde, wenn man diese Scheiße ignoriert, kann man denen am besten entgegenwirken und wirklich allen, alle hobbylosen Mistwichser, die einen auf Horrorclown machen, ihr seid wirklich die letzten dummen Stück beschissenen Scheißen. Letzte Stück beschissene Scheiße in der Mehrzahl. Ihr versteht schon, was ich meine auf jeden Fall, Leute. Okay. Oh, was sagt ihr dazu? Ich glaube sowieso. Ach, ich hab auch so, übrigens, wo das mal war, in meiner Stadt noch nicht einen einzigen gesehen. Und dann hat man immer Posts gehört, hier und da wurde einer gesichtet, da bin ich dann nochmal lang gegangen und ich habe keinen gesehen und gab's da Livestreams, das war ja ganz cool, wo sie hier durch die Stadt mit Auto gefahren sind und die Horrorclowns gesucht haben, aber auch nie einen gefunden haben. Ich glaube doch, die haben einen gefunden und den hatten sie gerade nicht live gestreamt, weil alles dummer Fake. Auf jeden Fall würde ich mal dem Stephen King da anschreiben und sagen, ey yo Digga, ich bin jetzt ein Horrorclown, gib mir mal Geld dafür. Ich mach Promo für dich. Auf jeden Fall, Leute, was sagt ihr dazu? Findet ihr es genauso lächerlich wie ich? Dann schreibt es mir. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss. Da ist der Rotz auch schon vorbei. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, dann lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo wäre auch ganz nett. Auch kleine YouTuber kann man unterstützen. Auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos. Tschüss.